an der Kasse. Ja? Ja, und deine Mutter war Und hier. jetzt, jetzt, hast du, jetzt, jetzt hast du so ein Abbild. Ja? Einfach eine Schande, die armen Kinder, Mann. Einfach nur eine Schande. Ja? Digga, ich schmeiß dich extra raus, damit deine Hallo, ich Kinder habe ein eine bisschen mehr Zeit mit dir Frage. haben. Ich habe eine Sag mal Frage. guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Du Hure, triff ich deine Mutter. Aber dann müssten wir Brüder sein. Dein Vater. Dann müssten wir Brüder Dein sein, ich verstehe Vater ist das nicht. schwul, deine Mutter. Dein Vater ist schwul. Und deine Familie hört im Hintergrund zu. Ja, die mag das, die feiert das. Deine Mutter? Dein Vater. Deine Mutter feiert das, wie du gerade redest. Ja, weil du schwul bist. Und was hat sie gegen Schwule? Ja, warum? Warum nicht? Warum nicht du, hä? Warum hast du was gegen Schwule? Weil du schwul bist, deine Frau auch. Dann ist deine Frau lesbisch. Und also deine Familie ist homophob, sie hat Schwule. Du bist homosexuell. Ja, okay, und wenn? Habe ich mehr erreicht als du und bin glücklicher als du, was ist dann Mit so deiner schlimm? pinken Kette. Okay, und habe ich dich irgendwie angemacht oder so? Ja. Also deine Mutter steht im Hintergrund und du schreist andere an und beleidigst andere und sie findet das okay. Ja. Kann das sein, dass du vielleicht leicht eingeschränkt bist und dass das alle damit zurechtfinden in deiner Familie? Ich habe so das Gefühl, denen war das völlig egal, die haben einfach Zimmertür zugemacht. Kann es sein, dass du deine Frau immer anschreist? Kann das sein, dass, Kann dass es dich, sein? kann es sein, dass Kann es meine, sein? kann es sein, dass meine zwei Mädchen nichts Nein. dagegen haben und dass sie das lieben und dass das mein Content ist? Ah, ja. Deine Frauen hier, ne? Hier bei 600 Leute, deine Frauen, alles hier, ne? Wie bitte? Deine Frauen sind hier drin, deine Frauen. Hier Deine sind viele Nutten. schöne Frauen, ja. Also, Ja. aber psychisch geht's ja Guck mal. gut. Hier ist eine Nutte, da. Deine Mutter, Alle. deine Mutter ist im Zimmer noch? Nein. Okay. Versteht sie Deutsch? Sie ist Libanesin. Na, ja. Ist sie Kurdin oder Libanesin? Benesen. Okay, also so, ich hätte niemals so in der gesamten Wohnung so reden dürfen, ja. Also ich bin ja nicht böse, weil das Erziehungssache, das toleriert deine Familie wohl. Bei uns, man Kannst du hätte mich bitte tot Mimo gehauen. reinholen? Wen? Mimo. Ja, natürlich, den Gefallen tue ich dir natürlich, ja. Da musst du aber erstmal raus dafür. Ja, okay, du Mimo. Okay. Meinst du, Leuten darfst du nicht böse sein, ja? Hallo? So schnell wirst du mich nicht los. Okay. Ja, es ist ja nicht schwer, zwei Handys nebeneinander zu haben oder bei sich zu haben. Wir haben sechs. Ich glaube nicht, dass ihr sechs habt. Wie kommst du darauf? weil euch keiner haben will. Doch, Pumping Monkey. Auf die Eins. Coach, Auf die danke. Eins, auf die Eins, auf die Eins. Ja, genau so eine Leute wie euch hat er interviewt. Ja, ich habe noch nie zu dem größten Hater von mir, Pumpkin Monkey, irgendwas Böses gesagt. Noch nie. Noch nie in meinem Leben. Officer Salam Kenny, alaikum. Waalaikum Salam. Stell dir eine Frage, mein Lieber. Hey Coach Fenki, wie kann ich zunehmen? Essen. Okay, und wenn ich nicht essen kann? Hast du Pech gehabt? Raus, raus, raus! Immer dieses Pumpkin Monkey. Digga, ich gönne ihm alles Liebe, Mann, ja. Ja, ich hab einfach ein Pumpkin Monkey, einer der hochnäsigsten Menschen, ja, kommt aus dem Ghetto und tut jetzt einen auf. Ich bin jemand, der über Moral und Ethik entscheidet, ja. Hallo? Ja. Oh, Junkie. Bruder, du redest nicht mit deinem Was Vater, machen? du redest mit mir, Mann, ja. So, Classics, das geht dir nichts an, ja? Mit deiner Schwester. So, tippen. Physik, holen wir irgendjemand rein. Ich tippe einfach drauf, ja? Salam, Coach. Malcolm Salam, stell dir eine Frage, mein Lieber. Und zwar, ich faste gerade Ramadan und Sehr schön. ich gehe nebenbei arbeiten und zum Sport und ich wollte mal Ja. fragen, wie soll ich das zeitlich machen, ja? Was? Naja, wie soll ich essen, fasten, zur Arbeit gehen und ins Gym? Wie soll ich das schaffen? Weiß ich nicht, dein Leben. Hast du nicht irgendwie so eine Idee? Ich weiß nicht, wie du lebst. Wo soll ich das Ich wissen? habe halt Nachtschicht immer, 22 bis 6. Ja, dann hör auf zu arbeiten. Kann ich nicht. Ich kann da nicht mehr raus. Hä? Ihr müsst gefickt. Wie? Nein, du kannst doch einfach raus. Wenn ich kündige, muss ich den Sachen zurückzahlen. Weißt du, wie ich meine? Nein, du lässt dich kündigen.
Achso, du meinst das Scheiße bauen. Nein, nein, du lässt dich kündigen, bleibst einfach zu Hause. Achso, ey, dann kommen die aber zu mir. Bro, ich bin, guck mal, ich bin, egal, alles gut, danke, ja. Wieso, vom Knast oder vom Gericht oder was? Nein, nein, nix von denen, Digga. Ja, bist du Polizist? Nein, nein, auch nicht. Ja, was denn? Bruder, ich bin bei der Bundeswehr. Bloß ja, raus da aus dem Regenbogenverein. Das ist das allerletzte, Mann. Niemals, Bruder. Sag, dass du dich umwandeln willst in eine Frau, Mann. Geh da raus. Ich habe auch überlegt, so was Rechtsradikales zu sagen, aber dann... Dann feiern die dich. Genau, das habe ich schon. Dann feiern die dich. Nein, Mann, sag, du willst eine Frau werden. Ja, okay. Aber will ich ja nicht, weißt du? Wie geht damit? Digga, sag einfach, hast eine ansteckende Krankheit. Da. Raus, Mann. Keiner will in die Bundeswehr, Mann. Ja, okay, ich gehe wieder. Tut mir leid. Wieso hast du Nachtschicht in der Bundeswehr? Bruder, Fältigerei. Du musst quasi nachts aufpassen. Bruder, das ist nicht dein Land, das ist nicht dein Stolz, Mann. Sogar die Deutschen schämen sich, in die Bundeswehr zu gehen. Ja. Okay, Frankie, danke, ja. Du hältst eine Waffe in der Hand, Bruder, die schießt rückwärts in dein Gesicht rein. Nicht mal das, ich hab Knüppel. Ja, siehst du, hör auf damit, Mann. Hör auf, der. So. Bundeswehr, allerletzte Haufen. Alle rechtsradikal beim Bund. Alle rechtsradikal. Ich war selber dort, ja, ekelhaft. Hallo? Ja, hallo. Ja. Zwar, ich habe eine Frage zu Shalajit. Also, was ist deine Meinung? Gute Sache. Ist gut? Ja. Und wann soll man das einnehmen? Einmal am Tag eine Erbsengröße, egal wann. Okay, dankeschön. Alles klar, dankeschön. Ja, Fetton, wieso nicht? Wieso nicht? Natürlich, was ist daran so schwer? Was ist daran so schwer, in die Bundeswehr zu kommen, ja? Kannst du in High Heels hinkommen, die nehmen dich. Ja? V-Buddy bitte raus, ja? Er macht hier Wow-Wow. Bitte dich. Moin, raus. Moin! Moin, Moin, Misery, hallo. Guten Morgen! Ja, hallo. Ich wollte einfach mal fragen, wie es dir so geht. Hallo? Hörst du mich? Hörst du mich? Yeah. Ja, ich höre dich. Ja. Ja, ich wollte fragen, wie es dir geht. Ich wollte fragen, wie es dir geht. Jo, was geht dich das an? Nee, niemand hat bis jetzt hat gefragt, wie es dich geht. Das finde ich einfach frech. Jeder fragt das. Nein. Ich sag immer, was geht dich das an? Ja, aber ich würde jetzt gerne mal wissen, wie es dir geht. Du siehst doch so traurig aus. Und ich scheiß was drauf, dass du das wissen willst. Was? Ja, werd mal ein Mann, Alter. Was? Werd mal ein Mann. Okay, jetzt darf ich jetzt meine Frage stellen? Hä? Durfst du die ganze Zeit? Du nervst mich doch. Okay, sorry, Coach. Stell dir eine Frage. Wie kann ich so werden wie du? Wie psychisch? Alles. Ich will einfach so werden wie du. Du willst so werden wie ich. Ich will du sein. Du willst ich sein, komplett. Ja. Komplett. Genau. Willst du auch meine Frau zum Baumarkt bringen und so? Ja, wenn es sein muss. Was ich mache? Hallo? Ja. Wie werde ich jetzt wie du? Geh einfach 5 Jahre in den Knast und studiere Psychologiebücher. Okay. Ja, bau irgendeinen Scheiß. Okay. Clown? Nee, Clown? Größer, größer. Größer? Bist du Deutscher? Nein. Woher kommst du? Tunesien. Hast du einen deutschen Pass? Ich habe einen deutschen Pass, leider. Ja, da musst du was Größeres machen. Und mit einem deutschen Größer. Pass, keiner kommt ins Gefängnis. Was schlägst du vor? Weiß nicht, einen kleinen Übi. Überfall? Ich habe Übi gesagt, ja. Wo? Weiß nicht, nimm... Digga, du musst als Deutscher schon jemanden wegmachen, dass du 5 Jahre bekommst. Ja, du musst... Lass dir was einfallen. Hast du Familie? Leben die mit dir zusammen? Ja. Ja, zünd alles an. Alles anzünden? Ja. Ja, okay, mach ich. Und die du liebst, sagst du ja draußen Grillfeier machen. Die du soll ich Manuelsen wegmachen? Das ist ja nicht deine Familie. Ja, aber egal, ich will den trotzdem wegmachen. Ja, kannst du machen, mein Lieber.
Okay, dann schönen Tag noch, ne? Dankeschön, ciao, ciao. So, holen wir Manolo rein, unser CT-Roma. Coach, du bist Gastro, ich bin selber Live-Manager, mein Lieber, mach dir keine Sorgen. Gastro, was ist denn mit dir, du? Niemals Gastro, das, ich gebe immer Gas, immer, immer, ja. Gastro, wo machst du Sorgen um mich? Nein, mach dir keine Sorgen. Hallo Manolo? Manolo? Lonalo? Heide, Heide. Hallo? Hallo? So. Hörst du mich? Ja, sonst würde ich nicht das Telefon benutzen. Ja, entschuldige, ich habe irgendwie hakte das hier bei mir. Moin, Frankie. Ja, moin. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, hast du eine Idee, spezielle Übungen, um beim Aufwärmen auch die Gelenke extra ein bisschen fitter zu bekommen? Oder wie kann ich die Gelenke gesondert aufwärmen? Also, das geht nur mit der Cardio-Rudermaschine. Okay. Alles mit der Cardio-Rudermaschine, macht gar nichts ohne, ja. Cardio-Rudermaschine auch von der Schlägerei, auch vom Training, 5 Minuten lang, ja. Meinst du 5 Minuten lang wirklich? 3,5 Minuten laut Studie. 100 okay. Wiederholungen. Und von Kopf bis Fuß ist alles perfekt aufgemalt. Aufgewärmt ist die älteste Fitnessmaschine der Welt. Krass. Ja, und Bilal Golf bitte raus, ja. Alles andere. Gastro, brauchst du mir nicht sagen, ich bin selber Manager, ja. Also du hast überhaupt gar keine Ahnung. Wenn du Ahnung hast, kannst du gerne mit mir reden. Mein Lieber, rudern, 3,5 Minuten am Anfang, 3,5 Minuten am Ende und fertig aus Ende. Du hast nie wieder mehr Verletzung. Okay, ich werde es mal versuchen, in die Tat umzusetzen. Mach das. Ich danke dir, mein Lieber. Dankeschön. Mach's gut, Frankie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Amate? Ja, Frankie. Ja, mein Lieber, bist du gerade vom Koma aufgewacht oder was? Nee, deine Freundin, die hat. Frankie, Valium in mein Auge rein. Deine Freundin hat mich gerade geweckt. Aber ich habe 2 von denen. So, hey, rede mal Respekt. Die eine ist deine Mutter, die andere ist deine Schwester, ja? Schallmutter. Du Hund. Raus mit der. Ist das alles, was du kannst? So. Tut mir leid, leider musst du mich genauso unterhalten wie diese Leute, ja. So. Und. Wie so Seerobben. Schatz, du brauchst den Schminken. Du musst die andere wecken. Weck die andere. Coach Schminken. Ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Deine Schnauze. Ja, ich muss sie mit Kuscheln aufwecken. Ja, mach mal. Ja, also die eine ist wach, die andere schläft noch. So, okay. Hast du eine Frage? Ja. Ja. Reichen 20 Kilo Beinpresse? Ja, für deine Streichholzbeine, ja. Halt deine Schnauze. So, tippen. Andrea, alles gut, Andrea, alles gut. Alles gut, ja. Servus. Ich muss leider genauso assi zurückantworten, ja. Servus, hallo, mein lieber Mindset. Ja, der hat 2 Streichholz, 20 Kilo ist viel. Grüezi. Na, alles fit? Bro, ich hasse Smalltalks, ja. Stell dir eine Frage, mein Lieber. Grüezi. Ich wollte fragen, wie ich so einen Cocktail machen kann. Pina Colada. Pina Colada, der Beste, der sich auskennt in deiner Familie, ist deine Mutter. Denn sie ist jede Woche immer in Bars unterwegs, ja. Frag sie, was weiß das, ja. Raus mit dir. So, holen wir Wasserhahn rein. Frank Abi. Emil Hahn. Kennst du mich noch? Ja, du bist doch mein Lieblingswasserhahn. Also, ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, wie kann ich am schnellsten zum Muskelversagen kommen beim Training? Beim Training zum Muskelversagen? Ja. Gibt dir einfach Stromschock. 1,5 Stunden. Ist okay. Ja, einfach Stromschocker. Einfach die ganze Zeit in die Nase halten, ja? Schon wieder ein Fitnessleben gerettet. Tippen. Yo, Coach Frankie, ich habe eine Frage. Ja, erzähl. Kann ich gegen Liebeskummer Testo spritzen? Gegen Liebeskummer? Warum? Was hast du denn? Wen liebst du denn? Ja, ist nicht wichtig, aber geht das? Das ist wichtig. Das ist wichtig, sag mal. Ja, jemand, der es nicht verdient einfach. Okay, dann nimm einfach einen Föhn und geh unter Wasser damit. Föhn dich einfach unter Wasser, ist so mein Tipp. Okay. Ja, und dabei Testo geben, ja? Aber wie sieht's aus? Hilft es? Sieht gut aus. Ja, geh mit deiner Schwester zusammen. So. Ja, einfach duschen und gut ist.
Das machst du einmal, das Ganze, ne? Azadi, Finger weg von Anabolika und Testosteron. Hallo, Azadi? Hallo, Coach Frankie. Hallo, mein Lieber. Du hörst dich so leise an. Komm mal bitte ans Telefon, mein iranischer Bruder. Ja. Ich wollte von dir... Wer bist du denn erstmal? Was machst du beruflich? Ich bin Kampfsportler. Du bist Kampfsportler, sehr schön. Sind wir ja schon alle, ne? Alle machen heute MMA. Und das war früher, war das selten. Früher war das wirklich was Besonderes. Kannst du dran erinnern, Azadi? Wenn einer beim Boxen war, war das was Besonderes, ne? Heute, jedes Mädchen geht zum Boxen. Auch Regenbogenmenschen, jeder geht zum Boxen, ne? Ja, das kann sein, das stimmt. Ja, das ist so. Heute ist das nichts Besonderes, ja. Ich habe letztes Mal versucht, meine Freundin etwas, du weißt schon, ja. Und die hat mir eine Kombo gegeben meines Lebens, ja. Ja. Ja, da ist die Polizei vor die Tür gekommen. Ich musste eine Anzeige machen wegen häuslicher Gewalt. Ja, die sitzt hier. Ja, unsere kleine philippinische Prinzessin, ne, die Karate kann. Jetzt habe ich etwas mehr Respekt, ja. Sie kann kein Deutsch, aber sie kann Karate. Ja. Ja, ich wollte auf jeden Fall eine Sache fragen. Du kannst mehrere Sachen fragen. Ja, ich bin für dich da. Ich habe zwei, drei Videos von dir gesehen. Zwei, drei Videos. Ja. Ich habe nur, was wir hier nur machen, ist nur Fitnessfragen, ja, mein Lieber. Sobald du anfängst, auch annähernd privat zu werden, wirst du rausgeschmissen. Nicht von mir, sondern von meinen Leuten. Bester Mann, okay, hat schon erledigt. Nein, erzähl. Schieß raus. Ich weiß Bescheid. Ich weiß nur, dass du zusammen mit Sinan G zusammen bist. Ja, deswegen ist alles gut. Nein, rede. Du bist Iraner, ne? Ich bin Kurde. Du bist Kurde, okay. Wie kannst du mit Sinan G zusammen auf YouTube sitzen? Wie kannst du? Und Amar47 redet selber mit mir, Bruder. Er sagt selber, er schämt sich zu Tode. Ich meine nur, jeder, der mit ihm zusammen sitzt, ich zwinge dich ja nicht mit mir zusammen zu sitzen, ich bin ein ekliger Typ. Aber wie kannst du als gut aussehender Mensch, der intelligent ist, mit so einem, mit einem Benormus, mit einem Islamhasser, mit dem ekligsten Typen zusammen zu sitzen? Der nur eins kann, Rufmord. Also du, Azadi, du beschützt also Sinan G. Bester Mann, Wallah. Du beschützt Sinan G. Der Typ geht fünfmal am Tag beten. Der Typ. Sinan G geht, aber was bringt das, wenn du auf Zweijährige keulst? Ey, hör mal auf, so eine Scheiße zu labern. Sinan G hat auf ein zweijähriges Mädchen gekeult. Der Einzige, der auf irgendwelche Frauen keult, bist du. Aber ich gerne auf Frauen. Ja, natürlich, ich bin auch ein Mann. Nein. Sag mir bitte eine Sache. Bitte, du kannst doch nicht aus seinem Mund ein Wort glauben. Ja, willst du? Azadi steht zu einem, die ganze Welt hat ihn aufgehört. Digga, Bruder, ich habe Kontostand gesehen. Vertrau mir, bei Allah, Bruder, die haben kein Geld mehr. Roos hat kein Geld mehr, Sinan G hat kein Geld mehr. Wenn du mir das nicht glaubst, Allah komm privat, ich zeig dir Kontoauszüge. Kann dir das kein Mensch glauben. Bruder, hör mal, ich bin nur ein Junge von der Straße. Ich bin niemand. Dein Sinan G ist ein berühmter Pedo. Ganz berühmt. Ich hab sein Video hier, 12 Minuten. Alle ein Herzchen rein, die das gesehen haben. Ich habe auch schon ein paar Videos von dir gesehen. Ist die zwei, beschimpft mich. Dann hat er Frauenklamotten angezogen. Ich habe auch schon ein paar Videos von dir gesehen. Bitte. Nein, von mir gibt's keine Videos, egal was du siehst. Bruder, hör mal zu. Die ganze Nacht war deine Mutter bei mir. Die ganze Nacht. Deine Schwester, deine Mutter und Sinan G's Mutter war auch da. Du bist doch auch hier. Hör mal zu. Deine Mutter, deine Familie unter meinen Eltern, raus mit dir, ja? Bei euch funktioniert wohl nicht mehr, jetzt schickt Sinan G seine Freunde. Guck mal, ich schmeiß dich raus wie sonst was, ja? Keiner von denen sieht so aus, als ob sie auf Mädchen stehen. Alle so komische Typen. Wieso funktioniert das Boxgeschäft nicht mehr? Wieso funktioniert das Rap-Geschäft nicht mehr? Wollt ihr was mit mir zu tun haben? Ich bin nur ein Online-Coach. Was wollt ihr von mir? Verstehe ich nicht. Ja? Das sind doch erfolgreiche, reiche, erfolgreiche YouTuber. Er nennt sich Boxer. Was will er von mir? Ich bin Online-Coach. Der andere ist ein Pedo-Rapper. Was will er von mir? Alle ein Herzchen rein, wenn ihr sagt, Jungs, wenn ihr Rapper seid, schnappt euch richtige Rapper. Los, Sinan G. Wenn ihr richtige Boxer seid, schnappt euch große Boxer. Funktioniert nicht mehr das Geschäft? Funktioniert nicht mehr, ne, Azadi? Sitzt du da bei Sinan G, ja? Hat er eine Gehirnwäsche, weil er fünfmal betet? Bruder, er betet den Satan an. Und zudem, er hat nichts mit uns zu tun, er ist Schiite.
Was hat der Satan mit uns zu tun? Er sollte in Therapie gehen, ja? Er sollte in Therapie gehen, ja? Fertig, aus Ende. Und wenn es Videos von mir gibt, wo ich mit erwachsenen Frauen Stress habe, gerne. Marketing, besser geht's nicht, ja? Traumhaft. Alles posten. Wir sind auf TikTok, ich stehe in der Öffentlichkeit. Sofort alles raus. Sofort, ja? Sofort, ich verlange es sogar, ja? Sitzt du mit einem Pedo da, ja? Ja, wir sind Sunniten, wir haben nichts mit denen zu tun, gar nichts, ja? Sinanji betet den Teufel an. Bei Allah, er hat nichts mit dem Islam zu tun, nichts. Und kein Jesus, kein Allah wird ihm verzeihen, alle ein Herz hinein. Und Manuelsen, Azadi, Sinanji, alle stecken unter einer Decke. Das Video von Sinanji ist so krank, er keult, er liegt da und hat einen Frauenfilter auf. Ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Jesus, ich schwöre bei Allah, ich schwöre auf meine Familie, ich habe die drei Videos hier. Auf ein zweijähriges Mädchen, zwei, das hat doch nix. Das hat doch nix. Azadi, alle ein Herzchen rein. Guck mal, Sinanji hat Amadou eine Anfrage gestellt wegen Boxen. Er hat abgelehnt, meinte, mit sowas kann ich nicht. Omar, der Tschetschene, Omar, Gold Omar, hat abgelehnt, hat gesagt, geht nicht. Alle haben abgelehnt, haben gesagt, geht nicht. Keiner erlaubt mir, irgendwie mit Sinan zusammenzuarbeiten. Niemand. Und bei Azadi ist das genauso jetzt. Jetzt hat er sich jemanden geholt, so einen kleinen Sklaven, ja, so einen kleinen LUST-Sklaven, ja. Keiner will mit dir zu tun haben. Ein Rapper, ein deutscher Rapper wie Manuelsen und Sinanji landen bei mir und haten mich jetzt jeden Tag und machen Rufmord. Alle haben mir geschrieben, egal was die sagen, es ist wichtig, von wem es kommt, gerade von diesen Satanisten wie Manuelsen und Sinanji. Ich mache Manuelsen fertig, Sinanji meldet sich bei mir. Ich mache Sinanji fertig, Manuelsen meldet sich bei mir.